So, liebe Leute, da ist es das große Finale, Secret Tour. Los geht's. 70 Kilometer, die heute anstehen. Wir gucken mal, was wir so an Autos da haben, was wir so nehmen können. Ich denke, mit dem CCX sind wir ganz gut dabei, weil den haben wir nämlich auch bei dem verfluchten Rennen mal auf das Finale gestellt. So, wir müssen auf jeden Fall in die ersten drei kommen und ich hoffe, dass es nur vier Autos sind, weil das wäre, wenn es acht Autos sind, dann wird das eine richtig heftige Tour. Das ist eine richtige Aufgabe. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge sein wird. Das schauen wir einfach uns mal an. Wir haben ja einige Rennen dabei mit 40 Kilometer, 47 Kilometer, die wir schon dabei hatten. Naja. Alter, 70 Kilometer, liebe Leute, haben wir jetzt. Einmal rund um Sequest Karte und ich sehe es gerade, es sind 8 Autos. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Wenn wir das Ding beim ersten Mal packen, dann haben wir ein Problem. Und es gibt keine Cops, deswegen haben wir auch keine Verfolgungstechnologien und dann versuchen wir das Ding einfach irgendwie so nach Hause zu fahren. Wir müssen nur, Anführungszeichen, unter die ersten drei kommen. Also, wie gesagt, das ist, könnte das letzte Rennen sein, aber heute für die, also für heute, für diese Folge, für dieses Let's Play. Die Folge auf alle Fälle, ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall noch. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen und versuche das Ding hier nach Hause zu fahren. Und Gatto ist dabei, Janianisch dabei. Sondern wir fahren in unsere Rennen und wir sind nur noch an Platz 7. Das würde momentan auch nicht reichen. Und der Kranken, genau wie zwei andere Kollegen, auch noch in diesem Gegenteil rein. Mir ist gerade nicht gefällt, dass wir wieder alle auf, dass wir da einige vorne wegziehen müssen. Oh gut, okay. Alles ist immer. Scheiße, das ist ärgerlich, dass wir so viele Autos sind. Wenn nur vier Autos wäre das ein bisschen einfacher, ja? Wäre das ein bisschen einfacher, ja? Ich hack jetzt mal ein bisschen wieder hinterher, damit ich den Minister mal bekriege. Naja, fahr doch hier mal. Ja, komm ins Auto, genau. Und wieder sind da vorne welche weg. Das wird schon wieder eine Motte. Das Ganze ist, wenn da ein Auto sich crasht, müssen wir natürlich auch einen Karren reinfahren, damit ich da auch noch in den Linksverkehr reinkrache. 7. Meter, ne? Wir waren 5 Platz, ich bin jetzt gerade kurz, okay. Und ich klebe hier am Ende des Feldes und die sind schon wieder vorne, das geht nicht gerade. Ich habe mal ein bisschen Glück, dass wir jetzt ein bisschen uns... Die kommen mal durch, die können den, die Phrasen in den eigenen Verkehr, es ist zum Kotzen gerade, dass ich wieder jetzt nur schön abgeschlagen haben. Bis der Minister sagt, okay, reicht mir. Wir haben nur 60 Kilometer vor uns jetzt, aber es ist noch die Zeit, aber solange wir uns wirklich die Idioten darum schleppen, die so am Ende des Feldes sind, so lange können wir nichts machen. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen nach vorne. Ja, ist klar. Geilste ist, dann so, egal was du machst, so weit, wie möglich nach außen direkt du bist, damit du auch irgendwo in der Wand fällst. Krass. Meine Fresse verschwindet da mal. Waren sogar nur 5 da, also würde der weiter nicht reichen. So, Glück hat das selbst noch nicht reingefahren ist. Ich versuche mich jetzt ein bisschen anzufangen, weil das kriegt mich gerade erinnern, dass die da vorne schon wieder so ewig weit weg sind. Das sind also so zwei Grüppchen. Bitte was? Ich habe ruhig noch 17 Sekunden auf auf den Viertplatzierten, also dieses Vierer gewesen sogar. Ich weiß die da hin. Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Fahr mir doch nicht vor die vors Auto.
Tage. Eigentlich kommen wir irgendwas hinter dem Dienst bis letzte. Ja, ist klar, Alter. Wenn die mir dann mit dem Gegenverkehr so nicht so weit fährt. Ich muss jetzt gucken, dass ich mal ein bisschen jetzt ins Feld zurückkomme vor allen Dingen. So, das sind jetzt 15 Sekunden nur noch, aber das ist nur noch, das ist schon eine Menge. Weil die... Na ja, Mann! Geh doch nicht rüber! 12 Sekunden. Ja, das ist halt... Müssen sie halt jetzt aufholen. Das Problem, ich habe die zwei Vollsparten da hinten, oder drei Autos sind das insgesamt hinter mir, wieder ein bisschen an der Backe kleben. Ich kann mich nicht wirklich absetzen. Acht Sekunden. Also wir sind wieder ein bisschen drin im Rennen, das andere. Back in the race. Aber dazu darf man jetzt keine Fehler machen. Ich habe ja ein bisschen Dusel noch, das war... Das war jetzt vielleicht nochmal... Ich wollte an den Typen da dran nehmen, dass ich jetzt ein bisschen... Na, ist wieder ein bisschen weggezogen, nun kann man... Das waren nur 4 Sekunden und da waren wir so wieder weg. Ziehen sie wieder ein bisschen an da vorne. Ich habe das Problem, dass ich kaum noch Energie habe. Wir haben nur noch 44 Kilometer vor uns. Also wir haben noch ganz die Hälfte. Wirklich eingefangen da vorne. Und das Traurige ist, dass ich jetzt wieder 14 Kilometer weg bin. So, jetzt hoffe ich, dass ich über die Autobahn ein bisschen was machen kann. Jetzt ein bisschen, Zeit ausnehmen kann. Wegkomme ich auch nicht. Also 6, noch was Sekunden hinter dem Vorplatzierten. Den ersten kriege ich noch, aber den kriege ich noch. Da vorne ist nämlich der schwarze Punkt, das ist der Vorplatzierte momentan. Wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, ist es. So, jetzt muss ich den schon verkleinern auf Platz 3, um dann noch die Möglichkeit zu haben, dass wir hier sogar noch für den ersten 3 zu beenden, aber dann wäre ich durch. Da habe ich doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur leicht an die Wand dran gedriftet. Nein, du musst dumm. Du musst an die Wand klatschen. Die drei da vorne, die tun echt alles, um dass sie keine Chance haben zu können. Okay, das Gute ist, dass es wieder ein bisschen Luft ist. 6,9 Sekunden der den Drittplatzierten. Ah, dass ich ein bisschen wegkomme auf, von den Plätzen 6 und 7. Und da vorne ist der... Nee, das ist der, ne? Das ist der Drittplatzierte momentan. Ich glaube nicht, dass wir die ersten 3 kriegen, aber zumindest den Kollegen hier vorne. Das würde ja momentan die ersten beiden, Entschuldigung, nicht die ersten 3, sondern die ersten beiden.
habe gerade noch Glück gehabt, dass ich da ein bisschen rübergezogen bin. Alles klar. Ich habe eine Chance, wirklich reinzukommen in dieses Rennen. So, 25 Kilometer noch. Nein! Oh Gott sei Dank. Das ist das Problem. Du hast die fahren in der Kurve zwei LKWs nebeneinander. Ja, fahr doch da jetzt mal weg. So, der crasht. Wenn es richtig gesehen, ist er nicht weggecrasht jetzt. So, 22 Kilometer. So, können wir das heute jetzt beenden mal? Auch immer ich jetzt gerade gegen Gefahr gefahren bin. Meine Fresse, steht doch da nicht blöd in der Gegend rum. Mittlerweile kritischen Schaden. Und deshalb würde ich nur so ganz leicht in die Wand mal fahren, immer wieder fahre. So, dritter, komm. Feierabend, mach Feierabend. Das ist jetzt bitte nur noch geradeaus die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie die Streckenführung da ist. Da wäre der nächstplatzierte, der ist nämlich auch noch 7 Sekunden weg. So, 15 Kilometer noch. Bitte jetzt. Es darf ja nichts mehr wirklich passieren. Zwei Komma noch was hinter sich. Ey, setz doch da nicht 10.000 LKWs nebeneinander. Weißt du, ich sehe gerade den Typen hier. Ich weiß, dass ich Zweiter bin, aber der erste ist momentan 23 Sekunden weg. Scheiße, jetzt geht's wieder links, geht's links ab oder was? Ah, fahrt geht doch nicht da rein, du Vollspaten! Ja, wie gesagt, das würde mir ja momentan auch nur Platz 3 reichen, dann wäre ich durch. Das ist das letzte Rennen, liebe Leute, das Let's Play ist. Also, safe das letzte Rennen. Wir werden es auf jeden Fall zu Ende fahren. Die Frage ist nur, wie viel Versuch. Das letzte lange Rennen mal mit den 25 Kilometern haben wir ja am 9. Versuch hingekommen. Da waren dezent paar Ausraster dabei. So, 8,5 Kilometer noch, liebe Leute. Leider sind wir momentan nur auf Platz 4. Das wird nicht mehr reichen. Dankeschön, dass du mir, dann 5 Kilometer vom Ziel das Rennen noch versaust, Kollege. Ich wurde 8er, weißt du, ey, ernsthaft? Reicht mir. Kann ich das dann doch als beendet sehen oder was? Oder kriegen wir da jetzt gar nichts mehr für? Weil wenn er mir jetzt sagt, okay, es ist jetzt eigentlich als quasi beendet. Nein, kriegt er nicht. Scheiße. 5 Kilometer vom Ziel rammt er mir in die Karre dann. Weißt du, die können nichts machen und ich. Sagt er dann, nö, du haust dich auch weg. Ich kann nichts machen. Ach Mann. Ja, egal, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns das Rennen in der nächsten Folge nochmal an.
Jetzt wird es leider immer nur eine Folge pro für dieses Rennen geben. So, ich wollte jetzt kurz mal anmerken, ich habe tatsächlich die Trophäe jetzt tatsächlich den Abschluss gekriegt für dieses Rennen. Ich beende hier das Let's Play. Wir sehen uns tatsächlich gar nicht mehr wieder. Und weil ich quäle mich jetzt nicht nochmal die 70 Kilometer durch. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber ja, vielleicht mache ich das immer nochmal, aber jetzt nicht mehr momentan. Ich beende erstmal das Let's Play und vielleicht schauen wir uns das nochmal irgendwann an. Bis dahin und tschüss.